Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Verehrte Geschwister, Allah Ta'ala erwähnt im Koran, wie die Beziehung zwischen den Gläubigen sein sollte. Und zwar sagt er, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'asnihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Gewiss, die Gläubigen sind Geschwister, so stiftet Frieden oder versöhnt zwischen euren Geschwistern. Wattaqullah und nehmt euch in Acht vor Allah, la'allakum turhamun, auf dass ihr Barmherzigkeit erfahren möget. Und in einem anderen Vers in Surat Al-Fath sagt Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah, wal-lazina ma'ahu ashidda'u alal-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad ist der Gesandte Allahs und die, die mit ihm sind, sind heftig oder grob gegenüber den gewaltsamen Leugnern, ruhama'u bainahum, barmherzig zwischen ihnen selbst. Und diese Geschwisterlichkeit zwischen den Gläubigen ist nicht nur eine theoretische Sache, sondern eine Sache, die praktisch ausgelebt werden muss. Der Prophet s.a.w. beschreibt diese Geschwisterlichkeit und diese Zusammenarbeit und Harmonie mit seinen folgenden Worten. مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاتُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. Und zwar sagt der Prophet s.a.w., dass die Gläubigen in ihrer Verbindung zueinander, Barmherzigkeit zueinander und Liebe zueinander, wie ein Körper sind, der, wenn ein Teil leidet, der gesamte Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber reagiert. Und dieses Gefühl sollten wir verinnerlichen, wenn wir sehen, dass Geschwister, egal wo auf der Welt, leiden, dass wir Mitgefühl haben und zumindest unruhig sind und versuchen, unseren Teil beizutragen, sei es auch nur durch ein aufrichtiges Dua. Und wir sehen auch praktisch auf lokaler Ebene, aber auch global, was es bedeutet, wenn sich die Umma, wenn die Muslime sich spalten und Sektiererei begehen. Und nicht selten kommt es zu persönlichen Konflikten, aber wie auch zu größeren Konflikten auf einem politischen Level, die wir alle natürlich durch unseren Beitrag versuchen sollten zu mindern. Der Prophet s.a.w. sagt, لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. Also seid nicht zornig aufeinander. ولا تحاسدوا. Seid nicht neidisch aufeinander. ولا تدابروا. Wendet euch nicht gegenseitig den Rücken zu. وكونوا عباد الله إخوانا. Und seid, o Diener Allahs, Brüder. Also verhaltet euch brüderlich. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. Und einem Muslim ist es nicht erlaubt, länger als 3 Tage seinem Bruder gegenüber Groll zu empfinden oder sich von ihm abzuwenden. Und was heißt Geschwisterlichkeit? Welche Rechte sind darin enthalten? Weil wenn wir über diese Themen sprechen, geht es immer natürlich darum, was wir praktisch für uns davon mitnehmen und was wir praktizieren. Und dazu gibt es natürlich sehr, sehr viele Hadithe, wo es darum geht, welche Rechte der Muslim gegenüber dem Muslim hat. Zum Beispiel sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Keiner von euch glaubt wirklich, bis er für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht. Das heißt, im Herzen sollten wir schon mal jede Art von Neid entfernen und nicht missgünstig sein, sondern dass wir unseren Geschwistern etwas gönnen, dass wir, wenn wir uns ein schönes Auto wünschen, ein schönes Haus wünschen oder eine glückliche Familie, dass wir es genauso erstmal unseren Geschwistern wünschen und nicht missgünstig schauen. Und wir alle kennen das Konzept des Auges. Der Prophet s.a.w. sagt im anderen Hadith, dass der Muslim gegenüber dem Muslim 5 Rechte hat. Haqqul Muslim ala Muslimi khams. Raddus Salam, dass man den Friedensgruß gibt und auch Entschuldigung zurückgibt, wenn jemand ihn gibt. Wa iyadatul marid, dass man die Kranken besucht. Wa tiba'ul janais, das heißt, dass man dem Toten bis zum Grab folgt. Viele lassen sich natürlich in ihrer Heimat beerdigen, deswegen haben wir nicht die Möglichkeit, persönlich dabei zu sein. Aber wenn die bei Verwandten dabei sind bei der Beerdigung oder auch bei Muslimen, die sich hier beerdigen lassen, wo wir leben, ist es eine Sunna, dass man bis zum Grab mitkommt und bei der Beisetzung auch dabei ist. Wa ijabatu ad-da'wa, dass man die Einladung annimmt. Wenn ein Muslim einen Muslim einnimmt und in dieser Einladung nichts Verbotenes ist, wie Haram, Getränke, Speisen oder andere Unterhaltungsmedien, die nicht erlaubt sind, solange diese verbotenen Sachen nicht enthalten sind, so ist es
das Recht des Muslims, dass seine Einladung angenommen wird. وَتَشْمِيتُ الْعَاتِسِ Genauso, dass man, wenn jemand niest und diese Person sagt Alhamdulillah, also alles Lob gebührt Allah, dass man zu ihm sagt يَرْحَمُكَ اللَّهُ Also möge Allah dich dann erbarmen. Und er antwortet dann يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ Möge Allah dich leiten und deine Angelegenheiten verbessern. Das heißt, selbst ein Niesen ist nur ein Anlass dazu, dass man diese Barmherzigkeit und Brüderlichkeit nochmal richtig auslebt und diese Verbindung verstärkt. Vom Sahabi Jarir wird überliefert, dass er sagte, بَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ Ich habe dem Propheten Sassam gehuldigt und dabei versprochen, dass ich jedem Muslim Ratschläge erteilen werde. Dabei geht es nicht darum, dass man jedem etwas aufzwingt, sondern immer wenn ein Muslim ein Bedürfnis hat und nach Rat fragt, dass wir nach bestem Willen und Wissen versuchen, hilfreich zu sein mit Ratschlägen oder einfach nur mit einem offenen Ohr. Zusammengefasst ist das Recht des Muslims gegenüber dem Muslim, dass er ihm im Diesseits hilft und im Jenseits nützt. Und im Diesseits jemanden zu unterstützen, besteht aus Dingen, die wir alle kennen. Jemand beim Umzug helfen, jemand bei einer Hausarbeit unterstützen, jemand helfen, wenn sich jemand mit Technik auskennt, Ratschläge geben, welches Gerät er kaufen kann. Oder auch finanziell helfen, wenn jemand in finanzieller Not ist. Jemanden zum Arzt fahren, übersetzen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, Gutes zu tun im Diesseits, aber auch im Jenseits, indem wir Dua machen für diese Person. Wenn wir Bittgebete sprechen für einen muslimischen Bruder oder eine Schwester, in ihrer Abwesenheit sagen die Engel, Amin und für dich das Gleiche. Das heißt, wir verinnerlichen diese Brüderlichkeit in Wort, Tat und Gedanken. Das heißt, wir empfinden keinen Neid, keinen Hass. Wir denken nicht schlecht über diese Person. Das Konzept von Su'uwan, dass man schlecht über eine Person denkt, ist eine sehr große Krankheit, die es zu bekämpfen gilt. Und die äußerliche Ebene haben wir schon besprochen. Das heißt, wir helfen, sei es zum Arzt bringen, unterstützen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sollten alle Muslime als unsere Geschwister ansehen, unabhängig davon, wie sie sich verhalten. Und es ist auch interessant, dass Allah Ta'ala uns mit Geschwistern vergleicht, weil Geschwister haben auch manchmal Streit, verstehen sich auch manchmal nicht. Aber sie sind trotzdem Teil einer Familie und sie müssen immer wieder die Wege finden, miteinander klarzukommen. Und wenn wir etwas wahrnehmen, das der Geschwisterlichkeit schadet, dann tragen wir dazu bei, das zu beseitigen, selbst wenn von der anderen Seite nichts kommt. Und in dem Hadith, den wir eben gelesen haben, hat der Prophet Sallallahu auch erwähnt, dass es nicht erlaubt ist, länger als 3 Tage seinem Bruder den Rücken zuzuwenden. Und im anderen Hadith sagt er noch, der Bessere ist derjenige, der zuerst wieder den Friedensgruß gibt. Und der Friedensgruß heißt nicht einfach Assalamu alaikum, sondern dass man friedlich diese Person wieder anspricht mit Assalamu alaikum. Wenn wir sehen, dass Gläubige sich streiten, wo aus welchem Grund auch immer es ist, tragen wir dazu bei, dass sie sich versöhnen. Und das ist sogar eine der großen Ausnahmen, wo Lügen sogar erlaubt ist. Wenn diese Lüge dazu beiträgt, dass Muslime sich versöhnen. Und wichtig ist auch, dass wir als Muslime viel mehr erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Vor allem in Ländern, in denen wir in der Minderheit sind, führt das nur zu Problemen, wenn wir noch aufgrund von Randthemen, Zweigfragen uns spalten und gegeneinander arbeiten, statt miteinander, um für unsere Rechte auch auf politischer Ebene zu arbeiten. Deswegen möge Allah zu denen machen, die zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.